Hallo, ich habe wie versprochen eine Anleitung für große Socken, für Erwachsenensocken gemacht. Das hatten sich so viele gewünscht nach meinem Video mit den Babysöckchen. Ich habe dasselbe Schema benutzt, was wirklich sehr einfach ist, wo ihr durchhäkelt von der Spitze bis hier oben und die Ferse habe ich natürlich vergrößert und auch insgesamt natürlich. Aber ich habe auch hier oben noch so ein kleines Bündchen dran gemacht. Meine Sockenanleitung ist jetzt hier für Größe 40, 41 ungefähr. Ich habe ein bisschen dickere Wolle genommen, also die haben schon so ein bisschen Kuschelfaktor. Ihr könnt aber, wenn ihr auch eine andere Wolle habt, zum Beispiel durchprobieren, ganz leicht auch die Anleitung abwandeln und kleinere oder größere Socken machen. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, das sage ich euch aber noch während der Anleitung, bei der Spitze, dass ihr einfach noch weitere Reihen hinzufügt, dass ihr dieses Stück einfach weiter häkelt, wenn ihr das länger braucht. Die Ferse könnt ihr immer gleich machen bei jeder Sockengröße und das Teil könnt ihr auch so hoch, wie ihr wollt, häkeln. Das Bündchen könnt ihr natürlich weglassen, wenn ihr wollt, könnt das aber auch beliebig lang machen. Ich habe jetzt für einen Socken genau ein Knäuel gebraucht, also da blieb noch was übrig. Und zwar habe ich hier eine sehr preiswerte Wolle gefunden, die hat mir gut gefallen. Und zwar gibt es sie beim Globus. Wer Globus nicht hat in der Nähe, das ist baugleich wie die Schachenmeier Bravo Originals. Hat nämlich auch eine Lauflänge von 133 Metern auf 50 Gramm. Und ich häkel das Ganze mit einer 4,5 Häkelnadel. Also eine relativ große eigentlich für die Wolle, finde ich aber schön vom Maschenbild her. Was ihr dann noch braucht, ist natürlich eine Schere und eine Wollnadel zum Vernähen von den Restfäden. Und ihr könnt euch noch ein kleines Stückchen Garn oder einen Maschenmarkierer nehmen, weil die ganze Socke in Spiralrunden gehäkelt wird, außer die Ferse. Und ein Maßband oder ein Lineal ist auch noch hilfreich zum Abmessen von der Länge. So, wir beginnen bei der Socke mit der Spitze und zwar mit einem Fadenring. Wenn jemand noch Probleme damit hat oder das noch nicht so gut kennt, dem empfehle ich mein Fadenring-Video. Da zeige ich verschiedene Methoden, wie man einen Fadenring lernen kann. Und den verlinke ich hier oben rechts bei dem kleinen i und auch in der Beschreibung unter dem Video. Ich wickle dazu immer den Faden zweimal um die Finger, gehe dann unter die beiden Schlaufen, hole mir die dritte hoch. Und mache eine Luftmasche. In diesen Fadenring hinein häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann lockere ich das und ziehe mir an dem Restfaden den Fadenring fest zusammen. Nehme die Schlaufe wieder auf und dann könnt ihr gleich in die erste Masche einstechen, die ihr gemacht habt von den festen Maschen und eine Kettmasche machen, indem ihr den Faden durchzieht und gleich nochmal durchzieht. Dann haben wir dieses kleine Rädchen und an dieser Stelle fangen wir jetzt an, Spiralrunden zu häkeln. Dazu geht ihr in dieselbe Masche, wo ihr schon drin wart, noch einmal rein. Und macht 2 feste Maschen. 1 und 2. Das macht ihr mit jeder Masche. 1 und 2. Und in die fünfte auch 2 feste Maschen. Dann solltet ihr jetzt 10 Maschen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ab jetzt mache ich einen Markierer hier rein, hinter meine letzte Masche oder vor die besser gesagt. Und wir beginnen die dritte Runde. Und zwar in die erste Masche machen wir eine Masche. Und in die zweite machen wir diesmal 2. Und das wiederholt ihr jetzt immer wieder. Immer in die erste eine,
Und in die zweite zwei feste Maschen. Dann wieder nur eine. Und danach wieder zwei. Das macht ihr bis zur Markierung. Dann müsstet ihr 15 Maschen in dieser Runde haben und setzt eure Markierung um. In der nächsten Runde verdoppeln wir jetzt jede dritte Masche. Also macht ihr in die ersten zwei Maschen jeweils nur eine Masche und diesmal in die dritte Masche zwei. Dann wieder eine und in die dritte kommen zwei. Das macht ihr auch bis zur Markierung. In der nächsten Runde verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche. Also kommen in die ersten drei Maschen jeweils eine Masche. Und in die vierte macht ihr zwei. Eins, eins, eins und in die vierte wieder zwei. Bis zum runden Ende. Nach dieser Runde müsstet ihr jetzt 25 Maschen haben insgesamt. Und in der nächsten Runde verdoppeln wir jede fünfte Masche. Also in die ersten vier Maschen jeweils nur eine Masche. Hier. Und in die fünfte macht ihr jetzt zwei feste Maschen. Das wiederholt sich die ganze Runde. Drei, vier und in die fünfte wieder zwei. Wenn ihr kleinere Socken machen wollt als Größe 40, dann könntet ihr jetzt vielleicht schon genug haben und müsstet dann aufhören mit Zunahmen und dann gleich weitermachen, wenn ich sage, wie es weitergeht. Für meine Socke brauche ich jetzt noch eine Runde Zunahmen, also häkle ich jetzt in jede sechste zwei Maschen. Das heißt, in die ersten fünf Maschen macht ihr wieder nur eine. Vier. Fünf. Und in die sechste macht ihr zwei. Also immer die sechste verdoppeln. Und dann haben wir erstmal unsere Zunahmen gemacht. Und nach dieser Runde habe ich dann 35 Maschen insgesamt. Und ab jetzt, also wenn man das jetzt umknickt, sieht man auch, dass es schon aussieht wie eine Spitze. Und jetzt werden einfach nur Spiralrunden drumherum gehäkelt. Also jede Masche eine Masche, ohne zuzunehmen. Eins, zwei, drei, vier und so weiter. Immer in jede Masche eine Masche. Ihr könnt immer nach den Runden die Markierung umsetzen. Und ich habe jetzt insgesamt 39 Runden von der Spitze aus jetzt gezählt, bis diese Ferse dann kommt, habe ich weiter gehäkelt. Also wenn ich euch das jetzt mal ausmesse, sind das von der Spitze aus circa 20 cm, naja, 20,5. Und ihr könnt das natürlich auch dann schon anprobieren, wie das passt. Es müsste so sein, dass ihr hier unten, wenn ihr das anprobiert, mit dem letzten Rand direkt bei der Ferse auch schon ankommt. So müsste das passen. Wenn ihr dann größere machen wollt, dann müsst ihr einfach jetzt bei der Spitze nochmal eine oder zwei Runden hinzuhäkeln. Das heißt dann nochmal eine Runde jede siebte verdoppeln. Und vielleicht jetzt, wenn ihr Größe 46 oder so machen wollt, nochmal jede achte verdoppeln. Das müsste aber reichen dann. Und dann häkelt ihr natürlich länger weiter, als ich das gemacht habe. Nicht nur 39 Runden zum Beispiel, aber ich würde es lieber messen, weil bei den Runden, das ist immer so eine Sache, wenn ihr eine feinere Häkelnadel habt oder wenn ihr andere Wolle habt, rechnet lieber mit diesen 20 cm bei dieser Größe. Und wenn ihr es
größer braucht, dann macht ihr halt eben mehr Zentimeter hinzu, bis es unten zu fühlen ist, dass wenn ihr das anprobiert, dass ihr da hier unten direkt bei der Ferse ankommt schon. Also so lang weiter häkeln, wie ihr es braucht, und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht mit der Ferse. So, ich habe weiter gehäkelt und so sieht das Ganze aus. Ich habe es auch anprobiert und es ist genauso lang wie meine erste. Das ist ganz wichtig, dass ihr da genau baugleich arbeitet, weil das sonst nicht passt. Also zählt es ruhig nochmal nach, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und macht es genauso wie bei der ersten Socke dann auch bei der zweiten. Und ab jetzt wird unsere Ferse gehäkelt. Und die häkeln wir in Hin- und Rückreihen. Also immer mit Wendeluftmasche wenden und hin und her, wie bei der Babysocke auch. So, und an der Stelle, wo wir jetzt sind, macht ihr eine Luftmasche. Und wendet das Ganze. Also einmal drehen. Dann gehen wir in die erste Masche rein und machen zwei feste Maschen. Eins und zwei. Dann häkelt ihr in die folgenden sechs Maschen eine feste Masche. Eins, zwei, drei, 4, 5 und 6. Macht dann eine Wendeluftmasche, wendet und gleich in die erste Masche wieder zwei feste Maschen. 1 und 2. Dann wieder in die folgenden 6 Maschen eine. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann haben wir noch eine, die wir ja zugenommen haben. Und in die macht ihr wieder 2. Das ist immer die, die so ein bisschen festgezogen ist. Und da machen wir wieder unsere Zunahme, also zwei feste Maschen in eine Masche. So, und dann gehen wir hier unten hin, wo wir unsere erste Masche haben, die nicht bearbeitet ist. Also nicht die, wo hier unsere Masche rauskommt, sondern die daneben. Und stechen ein und machen eine feste Masche. Und zieht die ruhig richtig schön doll fest, damit das hier keine Lücke ist. Dann wieder eine Luftmasche zum Wenden und wendet. Und dann machen wir gleich in die erste Masche wieder zwei feste Maschen. 1 und 2. Dann in die nächsten 9 Maschen jeweils eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Dann haben wir wieder die letzte Masche und in die kommen wieder 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass ihr hier beide Maschenglieder erwischt, weil die immer so fest ist. 1 und gleich in dieselbe Masche nochmal 1. Und hier auf der Seite machen wir dasselbe. Wir suchen uns die erste Masche, die nicht bearbeitet ist. Also nicht die, sondern die, wo keine Masche drin ist. Und da gehen wir rein und machen wieder eine feste Masche, die sehr fest zugezogen wird. Und wieder eine Luftmasche. Und wenden. Dann gleich wieder in die erste Masche hier unten zwei feste Maschen, um zuzunehmen, und in die folgenden Maschen wieder nur eine,
Das müssten jetzt 12 sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und in die letzte, die sich hier wieder so versteckt, macht ihr auch wieder 2. Na, feste Maschen in eine und dieselbe Masche und stecht dann wieder hier ganz unten ein in die erste unbearbeitete Masche und macht eine feste Masche und eine Luftmasche. Dann wieder wenden und noch einmal in die erste Masche 2 feste Maschen machen und in die folgenden macht ihr wieder feste Maschen einzeln. Und in die letzte wieder 2. Eins und 2. Dann stecht ihr wieder hier unten ein und macht eine feste Masche und eine Luftmasche. Das Ganze noch einmal. Wieder 2 am Anfang in die erste. Und in die restlichen macht ihr wieder nur eine und in die letzte macht ihr wieder 2. Und dann auch wieder hier unten in die erste Masche reingehen und eine feste Masche machen. So sieht das Ganze dann aus. Und ab jetzt machen wir auch weiter, aber ohne zuzunehmen. Das heißt, ihr macht an der Stelle auch eine Luftmasche zum Wenden und häkelt aber einzeln einfach weiter. Also keine Zunahmen mehr hier am Rand, sondern auch in die erste nur eine. Und sonst macht ihr auch nur eine Masche bis zum Ende der Reihe. Und nehmt auch am Ende der Runde nicht zu, sondern einfach nur in jede Masche eine Masche. Macht aber trotzdem hier am Ende wieder die feste Masche unten in der Reihe in eine unbearbeitete Masche. Und danach wieder eine Wendeluftmasche. Und das wiederholt ihr jetzt noch 2-mal, also 2 Reihen, einmal hin und einmal zurück. Ohne Zunahmen und macht die immer hier unten fest in der ersten freien festen Masche. Also 2 Reihen machen, genau so. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, weil dann ist die Ferse schon fertig. So, die 2 Reihen habe ich jetzt gehäkelt, habe noch einmal in die erste freie Masche eingestochen und eine feste Masche gemacht. Und ab jetzt, also jetzt wollte ich noch kurz zeigen, für die, die andere Größen machen wollen, wenn ihr die Socke jetzt hier so flach macht, dann ist es wichtig, dass die Ferse hier bei der Hälfte, wenn ihr das flach macht, so ein bisschen über die Hälfte guckt. Also hier und hier mindestens bis zur Hälfte müsst ihr die Ferse haben. Und schön ist es, wenn es noch so ein bisschen drüber steht. Also das wäre wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz, ganz große machen wollt, dass ihr dann, wenn ihr seht, dass das mit der Ferse nicht hinkommt, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das nicht probieren kann, dass ihr darauf achtet.
dass wenn ihr dann wirklich nochmal hättet Zunahmen machen müssen, dann macht noch weiter immer zwei feste Maschen in die erste und die letzte, damit ihr hier nochmal eine größere Wölbung bekommt. Ansonsten müsste das aber eigentlich so wie ich das sehe, schon hinhauen, aber es kann ja sein, jeder Fuß ist auch anders, dass ihr das machen wollt, dann könnt ihr das so vergrößern. Achtet aber darauf, dass das hier mindestens bis zur Hälfte ankommt, die Ferse. Und wenn man das jetzt hier so rum anguckt, sieht das so aus. So. Soweit ist meine Ferse fertig und wir können weiter häkeln. Macht euch eure Markierung rein und häkelt jetzt einfach drum herum, und zwar in jede Masche eine Masche. Ich muss jetzt in die Richtung häkeln, auch wenn jetzt hier, also wenn ihr jetzt so rum häkelt, häkelt ihr falsch rum. Müsst ihr aufpassen, dass ihr jetzt in die richtige Richtung kommt. Und einfach in jede Masche eine Masche, und zwar das Ganze 5 Runden lang. Immer drum herum häkeln, Markierung zwischendurch umsetzen und einfach 5 Runden häkeln. Hier drumherum. Achtet darauf, dass wenn ihr bei der Ferse hier ankommt, wo diese Lücke ist, dass ihr nicht in diese Masche einstecht, weil da kommt ja schon die Masche raus, sondern gleich hier oben bei der ersten richtigen Masche, die wir gemacht haben. Da müsst ihr einstechen. Zieht das schön fest, dann sieht das nachher nämlich auch ganz normal aus. So, und ich häkle jetzt auch weiter, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt noch meine 4 Runden zu häkeln. So, ich habe weiter gehäkelt, habe meine 5 Runden fertig und habe gleich mal angelegt, dass alles gleich ist mit der anderen Socke. Und ab jetzt, also das war jetzt die breiteste Stelle sozusagen, ab jetzt machen wir in der nächsten Runde Abnahmen. Und zwar werden wir 3 Abnahmen in dieser Runde machen. Und ihr platziert die Runden so, dass ihr eine Abnahme hier macht, eine Abnahme da und eine Abnahme kurz vor dem Ende. So genau müsst ihr das überhaupt nicht auszählen. Es ist nur wichtig, dass diese 3 Abnahmen gut platziert sind, voneinander so im relativ gleichen Abständen. Muss aber nicht abgezählt sein. So, und das heißt, wir machen jetzt erstmal einfach in jede Masche eine Masche. Bis wir so in der Mitte der Ferse angekommen sind. Ungefähr. Also macht euch da jetzt nicht verrückt. Wir brauchen halt eben nur 3 Maschen weniger als in dieser Vorrunde. Hier ist ungefähr die Mitte der Ferse, also noch ein Stück weiter. So, ungefähr hier. Und eine Abnahme wird so gemacht, dass ihr in die nächste Masche einfach einstecht, den Faden durchholt und die Schlaufe auf der Nadel belasst. Dann in die nächste freie Masche einstecht, auch den Faden durchholt und dann alle 3 Schlaufen auf einmal abmascht. So haben wir jetzt aus 2 Maschen eine gemacht. Dann häkelt ihr weiter. Bis auf die andere Seite. Ungefähr, ja,
wenn ihr den Socken so haltet, hier in der Mitte, also nach der Ferse quasi. Hier ist die Ferse zu Ende. Machen wir noch eine und dann bin ich genau da, wo die Ferse aufhört. Noch eine Abnahme, also den Faden durchholen und dann in die nächste einstechen und den Faden durchholen und alle drei zusammen abmaschen. Und die letzte Abnahme mache ich jetzt hier kurz vor dem Ende der Runde. Also häkel ich dahin, immer jede Masche eine Masche. Und irgendwann vor dem Ende, ungefähr jetzt hier irgendwo, ist wirklich nicht wichtig wo, machen wir wieder eine Abnahme. Das heißt Faden durchholen und drauf lassen, in die nächste Masche Faden holen und alle drei zusammen abmaschen. So, und dann häkelt ihr noch die letzten bis zum Ende der Runde. Und wir haben jetzt drei Maschen weniger als in der Vorrunde. Und das Ganze wiederholt ihr noch einmal. Also umsetzen die Markierung und wieder ganz normal in jede Masche eine. Bis auf drei Stellen, da macht ihr dann wieder eure Abnahmen, wie in der Runde auch. Die erste macht ihr ungefähr in der Mitte der Ferse, die zweite könnt ihr machen hier an der Seite und die dritte macht ihr wieder kurz vor dem Ende. Dann haben wir nochmal drei Maschen abgenommen und danach zeige ich, wie es weitergeht. So, das habe ich jetzt gemacht. Bin jetzt hier oben angekommen. Man sieht jetzt deutlich, wo die Ferse ist und hier sind unsere Reihen, die wir gerade gehäkelt haben. Ab jetzt kommt ein ganz einfacher Teil und zwar ist das der hier und das sind bei mir 12 Runden und zwar einfach jede Masche eine Masche. Ich will euch das mal abmessen, falls ihr doch andere Wolle habt, damit ihr ungefähr rechnen könnt. Ich setze mal bei der Ferse jetzt hier an, wo die Ferse aufhört. Bis zum Bündchen sind es 10 cm. Also von hier aus ist es dann jetzt nicht mehr viel, weil wir haben ja jetzt hier die Ferse, hier hört sie auf. Da habe ich jetzt schon 4 cm gehäkelt, also jetzt noch 6 cm weiter häkeln. Bei mir sind das 12 Runden. Ganz normal hochhäkeln, jede Masche eine Masche. Setzt immer eure Markierung um, damit ihr das nicht verpasst, wo eure Runden anfangen und aufhören. Und häkelt einfach hoch. Und dann zeige ich euch noch, wie das Bündchen geht. Und schon habt ihr eine Socke gehäkelt. Also ist jetzt nur noch das letzte Stück. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. So, ich habe meine Socke soweit gehäkelt, das waren bei mir die 12 Runden und jetzt machen wir dieses Bündchen aus Reliefstäbchen, das geht ganz einfach und schnell. Dazu machen wir erstmal die Markierung weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr und machen in die nächste Masche einfach eine Kettmasche, also den Faden durchholen und gleich nochmal durchholen. Um auf die Höhe eines Stäbchens zu kommen, machen wir ein Ersatzstäbchen aus drei Luftmaschen. Drei. Und machen einen Überschlag und stechen in die Masche unter diesen drei Luftmaschen ein. Machen ein ganzes Stäbchen, indem wir zwei abmaschen und nochmal abmaschen. Dann wieder einen Überschlag in die nächste freie Masche einstechen. Noch ein Stäbchen machen,
Überschlag, einstechen, Faden holen, zwei abmaschen. So wird die ganze Runde gemacht. In jede Masche kommt jetzt ein Stäbchen, bis ihr am Ende angekommen seid. Die ganze Runde lang. So, am Ende der Runde angekommen, mache ich jetzt noch mein letztes Stäbchen und beende die Runde in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche. Dann beginnen wir die nächste Runde wieder mit drei Luftmaschen und die Reliefstäbchen werden so gemacht, dass ihr einen Überschlag macht, wie sonst auch. Dann geht ihr direkt unten drunter, da wo das Ersatzstäbchen drüber ist, unter den Bauch, also von der Seite, nicht oben, einstechen und unter dieses Stäbchen drunter gehen und auch hier vorne wieder rauskommen. Holt euch den Faden da unter diesem Bauch durch, mascht dann zwei Schlaufen ab, wie gewohnt, und nochmal zwei Schlaufen ab. Dann macht ihr wieder einen Überschlag, sucht euch das nächste Stäbchen, das ist gleich das, und geht diesmal hinten, hinter eure Häkelarbeit, kommt hier raus und geht auch um den Bauch rum, aber kommt auch hinten wieder raus. Das sieht dann so aus. Also ihr greift euch einfach das Stäbchen von hinten und holt den Faden hier hoch. Ihr seid immer noch hinten, mascht zwei ab, mascht zwei ab. Nochmal. Jetzt kommt ein Reliefstäbchen vorne wieder dran, wie das erste. Überschlag machen, das nächste freie Stäbchen von vorne greifen, unter den Bauch gehen und nach vorne rauskommen, den Faden da durchholen und zwei abmaschen und zwei abmaschen. Dann kommt wieder eins hinten, den Überschlag machen, hinter die Arbeit gehen, unter diesen Bauch drunter gehen und auch hinten wieder rauskommen, den Faden greifen und da hinten hinter diesem Stäbchen durchholen. Zwei abmaschen und wieder zwei abmaschen. So entsteht dieses geriffelte Bündchenmuster. Nochmal der Überschlag. Jetzt kommt wieder eins vorne. Also ihr wechselt immer ab. Eins hinten, eins vorne, eins hinten, eins vorne. Und weil wir jetzt eins hinten gemacht haben, kommt wieder eins vorne dran. Der Überschlag, dann wieder von vorne rein, von vorne raus. Durchholen, abmaschen. Abmaschen, Überschlag, von hinten rein, von hinten raus, durchholen, abmaschen, abmaschen, Überschlag, von vorne rein, von vorne raus, durchholen, abmaschen, abmaschen, Überschlag, von hinten rein, von hinten raus, durchholen. Und so sieht das dann aus. Die nächste Runde ist viel einfacher, weil ihr dann schon diese Stäbchen einfach schon in der Richtung so liegen habt, dass ihr nur noch drunter fahren müsst. Also die liegen schon oben auf die hinteren, genauso auch wie die vorderen. Die seht ihr dann gleich. Weil die Stäbchen, die vorne sind, werden immer weitergeführt. Auch die kommen auch wieder vorne in der nächsten Runde. Einfach an die Stelle, wo die vorderen auch schon waren. Und das könnt ihr so lang machen, wie ihr wollt, das Bündchen. Also ihr könnt richtig lange Strümpfe damit machen. Oder auch ganz normal einfach nur aus festen Maschen euren Rand machen. Das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Und wenn ihr das jetzt so weitermacht, das Muster. Also ich habe insgesamt 4 Runden. Also eine Runde mit den normalen Stäbchen und dann 3 Runden mit den Reliefstäbchen gemacht. Ich zeige euch jetzt gleich noch die nächste Runde und dann ist eure Socke auch schon fertig. Also einfach immer abwechseln, vorne und hinten, und dann zeige ich euch, wie ihr die nächste Runde noch macht. So, ich bin am Ende der Runde angekommen, habe jetzt hier
mein letztes hinten gemacht und jetzt mache ich das ganz letzte vorne. Dann macht ihr hier oben wieder eine Kettmasche in die dritte Luftmasche und wieder drei Luftmaschen für die nächste Runde. Und die wird ganz einfach. Ihr macht einfach hier vorne bei dem ersten Stäbchen, was ihr hier habt, eins vorne, weil das war auch eins von vorne. Also geht ihr jetzt einfach hier drum herum. Das steht jetzt schon richtig hoch, das ist ganz einfach. Und macht ein Reliefstäbchen vorne. Dann kommt eins von hinten, das seht ihr hier. Also geht ihr da drunter und macht eins von hinten. Danach kommt wieder eins von vorne. Das greift ihr euch hier vorne einfach und macht ein Reliefstäbchen drauf. Und dann wieder eins von hinten. Also genau dasselbe, was ihr in der Vorrunde gemacht habt, wiederholt ihr einfach. Ja, und so wird die ganze Runde gemacht, bis ihr hier wieder angekommen seid. Dann zeige ich euch noch, wie ihr die Restfäden vernähen könnt. So, mit Kettmasche in die dritte Luftmasche beenden. Es waren bei mir jetzt doch nur drei Reihen und keine vier. Und dann könnt ihr den Faden abschneiden und beenden. Oder halt eben so weit weiter häkeln, wie ihr das mögt. Ich habe jetzt noch so viel übrig von der Wolle. Also habe ich gebraucht für beide Socken, für ein Paar habe ich fast 100 Gramm gebraucht. Also zwei Knäuel à 50 Gramm. Dann schnappt ihr euch eure Wollnadel, zieht euch den Restfaden hier drauf. Und dann gehe ich hier rein am Rand. Bei den Socken ist es ganz wichtig, dass ihr das gut vernäht. Und gehe hier unter die Maschen immer wieder drunter, komme wieder raus. Und ziehe mir das einmal durch. Dann steche ich hier ein bisschen weiter vorne ein, damit sich das da oben verankert. Und mache das Ganze nochmal in die andere Richtung. Und noch ein drittes Mal in die andere Richtung. Das sollte jetzt fest sein und diese Sicherungsmaßnahmen solltet ihr auch hier drinnen bei der Spitze machen, bei unserem Fadenring. Eigentlich ist das auch schon so bombenfest, aber irgendwie, wenn man das dann auch so spannt und wenn das da vorne auf dem Fuß immer wieder gedehnt wird, kann das sein, dass das vielleicht doch irgendwie mal aufgeht. Zieht das richtig fest und verknotet hier dieses Ende noch mal sorgfältig. Dann kann da auch nichts mehr passieren. So, und dann könnt ihr das auch abschneiden. Dann haben wir alles gesichert. Und eure Socke ist dann auch soweit fertig. So, ich habe meine groß genug gehäkelt, damit ich die auf andere Socken draufziehen kann. Und die ziehe ich nämlich bei mir in den Gummistiefeln an, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe. Da kriege ich nie wieder kalte Füße, glaube ich. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Anleitung und ihr bekommt es gut hin. Ihr könnt natürlich fragen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von euch und schickt mir Fotos von euren Socken. Ich freue mich bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Da könnt ihr mich erreichen und mir auch folgen. Und ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und meine Videos zu teilen mit Freunden und Bekannten.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln mit der Anleitung und bis zum nächsten Mal.